Yo, hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu der nächsten Folge Minecraft Sky. Heute befinden wir uns wieder in der Crafting Station und wir sind immer noch an dem Projekt, den Beauty-Generator zu bauen. Wer die letzten beiden Folgen nicht gesehen hat, guckt sie euch auf jeden Fall mal an. Wir haben in der ersten Folge ein Feld gebaut, in dem wir die Pflanzen für den Biodiesel herstellen. In der nächsten Folge haben wir die Refineries und den Fermenter und den Squeezer gebaut, die das Ganze dann zu Plant Oil und zu Ethanol verarbeiten. Und heute wollen wir aus Plant Oil und Ethanol Biodiesel herstellen und morgen wollen wir diesen Biodiesel dann zu Strom verarbeiten. Das heißt, wir bauen heute eine Refinery auf. Dafür habe ich jetzt schon alle Sachen mal vorbereitet. Mit dem Heavy Engineering Block haben wir alle Sachen komplett fertig und die Refinery ist diese Multiblock-Struktur hier. Wir brauchen dafür 8 Ski Scaffolding, 6 Light Engineering Blocks, 24 Sheet Metal und 3 Heavy Engineering Blocks. Dieses Ding bauen wir jetzt irgendwo auf. Ich hoffe mal, das sieht dann gleich relativ schnieke aus. Wir müssen immer nur noch gucken, wo wir das Ganze hinbauen. Ich habe es in der letzten Folge, hoppla, ich habe es in der letzten Folge schon mal angesprochen. Oh nee, nicht mal dagegen knallen. So, das Problem ist nämlich, dass wir hier eine Zweiermitte haben in dem Raum und deswegen müssen wir irgendwie gucken, dass das ja irgendwie cool aussieht, wie wir das hier hinbekommen. Aber ich denke mal, das werden wir schon richtig hinbekommen. Und dann machen wir uns auf jeden Fall mal daran. So, die erste Sache, die wir aufbauen, ist dieses Kreuz in der Mitte. Wir können hier mal nach unten gehen, beziehungsweise nach oben, nach unten. Dann können wir das hier übrigens auch rotieren und sich das angucken. Light Engineering Blocks bauen wir so ein kleines Kreuz in der Mitte. Das ist das erste, was wir aufbauen. Das heißt, wir gehen jetzt einfach mal... Wir hatten vorhin 2 Blöcke Abstand davon, das heißt, wir gehen jetzt hier hin. Ich würde sagen, das ist weit genug entfernt. Hoffe ich auf jeden Fall. Dann machen wir das Ganze so. Ja, an die Ecke kommt jetzt ein Heavy Engineering Block. Das heißt hier und hier. Und der Rest wird mit Steel Scaffolding ausgefüllt. War das jetzt richtig? Ja, doch. Okay. War schon kurz irritiert. Aber passt. So. Das ist Number One. Jetzt gehen wir eine Ebene höher. Hier drauf kommen jetzt... so, genau, die Ebene. Hier kommt ein Heavy Engineering, hier drüben ein Light Engineering Block hin. Ich weiß leider nicht genau, welche Seite jetzt später die Seite ist, die wir anklicken und wo vorne und wo hinten ist. Es kann sein, dass sich das jetzt hier dementsprechend verändert, je nachdem, wo wir den Heavy und wo wir den Light Engineering Block hinstellen. Ich hoffe es auf jeden Fall nicht, aber wenn es so ist, dann ja, müssen wir gucken, dass wir den später irgendwie wegbekommen. Jetzt kommt der Connector auch gerade mal nochmal weg. Und hier oben drauf kommt es wahrscheinlich nur noch eine Ebene von Sheet Metal Blocks. So, bam, 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 bam. Okay, there we go. Das sollte jetzt hoffentlich alles gewesen sein. In die Mitte kommt nichts mehr, wenn ich das richtig sehe. Das heißt, wir sind jetzt hiermit fertig und können jetzt hier mit dem Engineer's Hammer Rechtsklick drauf machen und dann verwandelt sich das in die Refinery. Und sie ist sogar richtig rum aufgestellt. Das ist sehr cool für uns. Hier hinten ist der Power Input auf den anderen beiden Seiten. Das heißt, hier einmal rechts und hier einmal links haben wir den Input für die beiden Fluids. Und hier vorne kommt dann später der Biodiesel fertig raus. Außerdem kann man, glaube ich, irgendwo noch einen Hebel anschließen. Ich weiß nicht, ob es hier geht. Aber ich glaube, man kann die ganzen Maschinen mit Redstone steuern. Außerdem auch den Biodieselgenerator. Den kann man, so viel ich weiß, auch mit Redstone steuern. Beziehungsweise muss man den sogar steuern, weil er sonst gar nicht erst anfängt zu arbeiten. So, jetzt haben wir hier ein paar Sachen, die wir schon mal wieder weglegen können. Zum Beispiel das hier. Wir können gerade mal die ganzen Rohstoffe wieder einsortieren lassen. Automatisches Lagersystem ist der absolute Hammer. So, und dann... Ups, ich bin gerade selbst hier hochgeflogen. Und dann schnappen wir uns euch wieder. Brauchen wir alles. Ich finde es so genial, dass man hier wirklich rein kann. Also, dass das alles geklippt ist, sage ich jetzt mal. Und nicht irgendwie eine riesige Hitbox hat. Das ist extrem geil gemacht einfach nur. Aber was wir jetzt machen wollen, ist diese beiden Dinger hier verbinden. Das heißt, einmal hier und einmal auf der anderen Seite. Man sieht, in der Lasse brauchen wir nicht mehr. Aber vielen Dank. So, und dann füllt sich das hier jetzt schon auf. Der outputet das zum Glück automatisch. Das heißt, wir haben hier drüben Ethanol. Das füllt sich hier auf der rechten Seite rein. Und hier auf der linken Seite haben wir den Squeezer. Der macht hieraus dann Plant Oil. Und Plant Oil füllt sich ebenfalls hier drüben komplett wieder voll. Das ist absolut awesome. Und mit diesen beiden Dingern können wir jetzt eben Biodiesel herstellen. Dafür braucht das Ding jetzt erstmal wieder Strom. Strom haben wir vorhin gesehen. Kriegt das Ding hier von hinten. Das heißt, wir machen hier mal einen Energy Connector dran. Jetzt müssen wir nur gucken. Habe ich die Kabel nicht mehr? Ich habe doch, ah doch, hier. Oh Gott, ich wollte schon sagen, ich habe doch vorhin die Kabel aufgesammelt. Wo sind die hin? So, Number One, Connection is obstructed. Nee. Okay, da müssen wir jetzt irgendwie gucken, dass wir das Ganze cool hinbekommen. Wir könnten theoretisch irgendwie hier auf Höhe von der Decke einen Connector bauen. Das machen wir jetzt auch gerade mal einfach. Warte mal, das wäre hier. Das heißt, der letzte Block hier, den wechseln wir mal zu Holz. Und dann machen wir hier einfach so den Strom mal mit dran. Ich hoffe mal, das funktioniert dann alles. So, du gehst hier hin, verbindest dich mit dem Connector hier oben. Und von dort aus geht das Ganze dann einmal dort. Und
Einmal hier drüben hin. So. Jetzt brauchen wir natürlich noch generell Strom von den Windrädern hier. Aber später haben wir eben den Biodieselgenerator. Und dann haben wir spätestens auch HV-Kabel, denn die MV können wir das nicht mehr bewerkstelligen. Der Biodieselgenerator zeugt 4096er F pro Tick. Ich habe extra nochmal nachgeguckt in der Config, ob das hier vielleicht ausgestellt ist. Das heißt, ob das hier vielleicht niedriger geschalten ist. Aber zum Glück ist es nicht so. Aber ja, zum Glück ist es nicht so. Das war nicht alles. Der Text. The front of the refinery serves as fluid output. Okay, das heißt so viel wie habe ich vorhin noch angesprochen, hier vorne kommt eben die Fluide der Biodiesel raus. Und Inputs davon on the smaller side, das hatten wir vorhin schon, haben wir auch schon angeschlossen. Energy supply through the connector on the back, okay. Applying a redstone signal on the controller panel on the right will halt the refinery process. Heißt so viel, wir können das Ding redstone steuern, redstone, und wir können hier praktisch einen Hebel dran machen und den kompletten Prozess beenden. Ich glaube, Immersive Engineering war sogar das Ding mit dem coolen Lever. War das nicht Immersive Engineering? Okay, Immersive Engineering hat einen Break-Switch. Ob der wirklich dafür gedacht ist, weiß ich nicht, aber er sieht natürlich sehr, sehr cool aus. Könnte man vielleicht da dran packen, sollte er ein Redstone-Signal ausgeben. Jetzt beschäftigen wir uns aber erstmal damit, diesem Ding Strom hinzuzufügen. Das heißt, wir brauchen noch ein paar mehr Kabel. Die haben wir hoffentlich noch unten rumliegen. Ja, gucken wir mal ganz kurz. Hier schon mal nicht. Ah doch, warte, da waren welche. Waren das? Ne, das sind LV. Okay, hier haben wir auch wieder LV. Ja, irgendwann können wir unsere Kisten vielleicht sogar mal sortieren und dann findet man sich hier zurecht. Aber ich glaube, das ist noch weit in die Zukunft geblickt. Ansonsten sind hier keine drin. Nope, dann machen wir uns einfach neue. Geht wahrscheinlich eher schneller, als die Sachen hier zu suchen. Elektrum. Und dann haben wir hier einen Stick, 4 Elektrum außenrum, dann haben wir 4 Kabel. Nicer Dicer. Und bald geht es dann, wie gesagt, auch schon an die HV-Kabel dran. Jetzt machen wir nur gerade ganz kurz mal hier nochmal einen Connector hin, damit wir das irgendwie umleiten können. Und dann machen wir so. Okay, jetzt sollte diese Refinery hier gleich Strom bekommen. Ihr seht schon, 10F bekommt dieses Ding schon. Und dann sollte es auch schon anfangen, hier drüben Biodiesel herzustellen. Dann wird es wahrscheinlich gerade erstmal die Maschinen wieder auffüllen. Genau, aber die sind eh nicht so krass im Betrieb, als dass sie dauerhaft Strom brauchen. Und hier hinten, das Ding hat auch noch Energie. Ist er verbunden? Ja, ist er. Okay, komm, hier kommt gerade wieder eine neue Kartoffel rein. Und zack, wandelt er das Ganze hier in Ethanol um. There we go. Sehr cool, okay. Jetzt warten wir gerade mal. Wir haben jetzt hier schon 600, 700. Ihr seht, jetzt füllt sich das Ganze auf. Fast schon ein Bucket. Also fast 1000 Millibuckets in einem Bucket. 1000, 1300, 1400. Das geht hier rapide hoch. Das ist natürlich sehr, sehr genial. Und mit diesem Ding können wir jetzt wirklich Strom erzeugen. Das heißt, wir bauen das Ganze jetzt noch ein bisschen schöner hier auf, damit das hier mehr oder weniger passt. In der nächsten Folge bauen wir dann den Biodieselgenerator komplett selber auf. Aber für jetzt heißt es erstmal die Etage verschönern. Und hoffentlich das Ganze nicht mehr ganz so doof aussehen zu lassen. Okay, ich habe jetzt eine kleine Decke mit reingezogen. Ich habe die einmal reingezogen, wieder abgerissen und jetzt nochmal reingezogen. Grund dafür war, über diese Etage soll eigentlich der Dachstuhl kommen oder halt generell einfach nur das Dach kommen. Hier drüben kommt ja der Botania Tower hin. Hier vorne weiß ich nicht, ob da auch noch ein Tower hinkommt oder ob es nur die Etage ist. Aber theoretisch soll praktisch hier einfach das Dach anfangen und dann hier so eine Art Spitzdach entstehen. Deswegen habe ich gedacht, es wäre eigentlich schon cool, wenn praktisch dieser Raum hier ein bisschen größer wäre. Vielleicht reißen wir die Decke später auch wieder raus, dass man praktisch hier wirklich ins Dach reingucken kann, in den Dachstuhl, damit das hier nicht so ein bisschen gedrückt wird. Weil gerade weil die Maschinen hier so riesig sind, wäre es extrem cool, wenn der Raum auch ein bisschen höher wäre, weil dann eben die Maschinen auch ein bisschen krasser wirken so. Aber ja, funktioniert leider jetzt nicht so ganz. Ich habe es jetzt einfach mal zugemacht. Das Dach zu bauen ist ein bisschen zu heftig jetzt. Und deswegen werden wir das dann erst später machen. Es kann, wie gesagt, sein, dass wir das später dann wieder abreißen und dass wir da irgendwie wirklich in den Dachstuhl reingehen. Was natürlich extrem geil wäre. Also das wird mir sehr gut gefallen. Und dann schauen wir, ob das so klappt. Jetzt verbinden wir gerade die ganzen Kabel hier mal wieder. So. Okay, das ist auch verbunden, sehr cool. Das war sowieso schon verbunden. Und jetzt bleibt eigentlich nur noch übrig, das Ganze hier wieder rüber zu verbinden. Ich weiß nicht, wir können eigentlich an diesen Connector hier gehen. Warte mal, hier kommt theoretisch eine Scheibe rein. Gut, die Windräder bleiben eh nicht da und später wird das Ganze von dem Biodieselgenerator selbst betrieben. Aber für jetzt lassen wir das erstmal so hier stehen. Okidoki. Das heißt, wir haben jetzt hier unseren Fermenter, der aus Kartoffeln unser Ethanol herstellt. Das kommt hier drüben rein. Ethanol haben wir 10.000. Dann haben wir hier drüben unseren Squeezer, der aus Seeds Plant Oil herstellt. Hier füllt sich auch schon der interne Tank wieder. Das heißt, wir kriegen wirklich mehr Seeds als Kartoffeln, was ich irgendwie überraschend krass finde. Aber naja. Gut, wir sehen jetzt gerade hier wieder, wird ein bisschen was abgeerntet. Kartoffeln, ja, wir müssen wirklich gucken, wo da wirklich der Flaschenhals ist, aber es sieht sehr danach aus, als wäre der Autobahn der Flaschenhals. Und das ist nicht so gut.
Okay, weil guck mal, wir haben jetzt hier 85, 85. Die da hinten werden zum Glück nicht abgeerntet. Aber hier sammeln sich die Dinger wieder an. Oh Mann, da müssen wir auf jeden Fall gucken. Aber wie gesagt, spätestens Ende IO, wenn wir den Crafter haben, soll das keine Probleme machen. Okay, da soweit also ganz gut. Und hier drüben der interne Tank für Biodiesel ist auch schon komplett voll. Das heißt, wir können wirklich rangehen und in der nächsten Folge den Biodiesel-Generator bauen. Der kommt dann praktisch hier vor. Das ist wirklich hier in die Mitte rein. Der ist, glaube ich, auch 3x5 oder 3x7 oder so. Also eigentlich genauso groß wie der hier. Ich glaube 3x5. Ja, sollte ungefähr die gleiche Größe haben. Und von dem haben wir dann 3 Stromabgänge. Und dann können wir unser komplettes Haus hoffentlich mit Strom versorgen. Und dann können wir auch endlich die Autocrafting- oder Autosiebanlage bauen, um genügend Rohstoffe zu haben. Zusätzlich zu den Seeds natürlich. Und wenn dann irgendwann mal in einem E-System kommt, dann sind wir hoffentlich good to go. Okay, aber soweit war es das von der heutigen Folge. Wir haben jetzt endlich die Refinery komplett fertig gebaut. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall eine Bewertung da. Schaut beim Peter vorbei, da haben wir auch eine Folge nicht aufgenommen. Ne? Die Folge kommt anders, egal. Schaut trotzdem beim Peter vorbei, der hat mit mir das Haus hier gebaut. Und ansonsten sehen wir uns morgen, wenn wir den Biodieselgenerator bauen. Das heißt, schaltet da unbedingt ein um 12 Uhr. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Haut rein, habt noch einen wunderschönen Tag und bis dann. Tschüss.